Die Schlacht um den Atlantik im Zweiten Weltkrieg. Im Visier der Alliierten Deutschlands stärkste Waffe, die mächtige Tirpitz. Der britische Premierminister Winston Churchill erklärte 1942 die Versenkung des Stahlkolosses zur wichtigsten Aufgabe der Royal Navy. Zehntausende alliierter Soldaten machten Jagd auf das größte Schiff der deutschen Kriegsmarine und ihre Besatzung. Die Tirpitz war gefürchtet. Der Engländer nannte uns die einsame Königin. Wir hielten die Tirpitz für unsinkbar. Mit unserem kleinen U-Boot saßen wir zwischen der Tirpitz, Scheer und Lützow. Da habe ich noch gedacht, auf dem Dampfer kannst du alt werden. Der ist bombensicher. Normale Bomben überschlugen sich und taumelten nach dem Abwurf. Nicht aber der Tallboy. Der flog wie ein Pfeil ins Ziel. Der Zweite Weltkrieg begann 1939 mit dem Überfall auf Polen. Im Frühjahr 1940 eroberte die deutsche Wehrmacht Frankreich, die Benelux-Staaten, Dänemark und Norwegen. Die Nazis hielten halb Europa besetzt. Großbritannien stand allein. Die Versorgung hing vom Nachschub aus den USA ab. Die Nachschubkonvois über den Atlantik musste die Royal Navy vor Angriffen der deutschen Kriegsmarine schützen. Beobachtet durch das Seerohr das Vernichtungswerk. Die Hauptwaffe der Deutschen waren die U-Boote. Denn die Marine verfügte bei Kriegsausbruch nur über die Schlachtkreuzer Scharnhorst und Gneisenau. Nach der Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg verbot der Friedensvertrag von Versailles der Kriegsmarine den Besitz und Bau von Schlachtschiffen. Erst 1935, nach einem Flottenabkommen mit den Briten, durften die Deutschen wieder Schlachtschiffe bauen. 1936 wurden in Hamburg und Wilhelmshaven zwei baugleiche Großkampfschiffe auf Kiel gelegt, die Bismarck und die Tirpitz. Voll ausgerüstet verdrängte die 253 Meter lange Tirpitz über 50.000 Tonnen. Das fast 31 Knoten schnelle Schiff hatte eine Besatzung von 2.500 Mann. Mit diesen beiden Giganten und noch größeren Schlachtschiffen wollte Hitler Deutschland wieder zur Seemacht machen. Als erstes verließ die Bismarck im Februar 1939 den Helden. Aufmerksam hatte die britische Admiralität den Bau der Schiffe verfolgt. Zum Stapellauf der Tirpitz kam Hitler am 1. April 1939 nach Wilhelmshaven. 80.000 Zuschauer waren auf der Marinewerft, als die Tochter des Großadmirals von Tirpitz, Frau von Hassel, dem Schiff seinen Namen gab. Und obersten Befehlshabers der Wehrmacht taufe ich dich auf den Namen Tirpitz. Die Tirpitz lag noch in Wilhelmshaven am Ausrüstungskai, als im Juli 1940 die Briten das Schiff erstmals angriffen. Es waren Hampton-Bomber der Royal Air Force. Die Bomben verfehlten ihr Ziel. Die Briten konnten nicht das Vertrauen der Besatzung in die mächtige, gepanzerte Tirpitz erschüttern.
Auch im Schiff hatten wir keine Angst. Wir haben bloß gedacht, wenn wir fliegen allein, wie schnell an Bord. Da passiert uns nichts. Im September 1940 lief das in Hamburg gebaute Schwesterschiff Bismarck zur Erprobung aus. Bevor die Tirpitz fertig war, griff die Royal Air Force sie noch 13 Mal an. Immer ohne Erfolg. Am 15. Februar 1940 wurde das Schiff in den Dienst gestellt. Ja, da war Schneetreiben, alle Mann achte aus, in Gala natürlich. Und dann kam das Seitepfeifen, der Kommandant an Bord kam. Für mich und auch für meinen Kameraden, die ich kannte, war das ein guter Anblick. Und wir freuten uns, dass es jetzt zur Erprobung ging. Die Tirpitz lief in die Ostsee. Am 5. Mai 1941 inspizierte Adolf Hitler die beiden Schlachtschiffe in Gotenhafen bei Danzig. Es war natürlich ein großer Tag für uns, ne? Der Adolf da an Bord zu sehen, dass er überhaupt noch zu uns an Bord gekommen ist. Divisionsweise waren wir an unser Musterungsdeck angetreten und der ist ungefähr etwa 2 Meter vor uns weg, vorbei. Und jeder von uns hat gesagt, der hat bloß mich angeguckt. Die Tirpitz hatte 8 riesige 38 Zentimeter Kanonen. Sie zählte damit zu den kampfstärksten Schlachtschiffen der Welt. Gegen Luftangriffe schützte die Bordflak. Jetzt musste nur noch die Mannschaft gedrillt werden, um das Schiff einsatzbereit zu machen. Und ich war erste Ladenummer. Das war natürlich sehr spannend für uns. Wir mussten uns erst mal dran gewöhnen. Beziehungsweise wir haben es sonst immer so geübt. Und dann war ja alles angespannt. Und dann hat es nicht so. Dann haben wir noch mal von vorne angefangen, bis es dann richtig klappte. Ende Mai zeigte die Bismarck bei ihrem ersten Einsatz, wie kampfstark die neuen deutschen Schlachtschiffe waren. In einem Gefecht mit Schiffen der Royal Navy versenkten die Deutschen den Stolz der britischen Flotte, den Schlachtkreuzer Hood. Nach wenigen Tagen schlugen die Briten zurück. Find the enemy. Strike the enemy. Ein von einem Flugzeug abgeworfener Torpedo beschädigte das Ruder der Bismarck. Sie war manövrierunfähig. Dann stellten 4 britische Schiffe den Giganten und schossen ihn zusammen. Als wir die Nachricht erhielten, dass unser Schwesterschiff, die Bismarck, untergegangen war, war das für uns ein Schock, denn wir glaubt, genau wie das propagiert war, dass unsere Schiffe ziemlich unsinkbar waren. Hitler hatte nur noch ein Schlachtschiff, die Tirpitz. Aber das war noch immer in der Erprobung. Im Juni 1941 griff die Wehrmacht die Sowjetunion an. Auf der Tirpitz verkündete das Radio den Sieg. Und morgens um 6 wurde Lautsprecher eingestellt, Fanfare und so weiter. Da sind wir aus den Hängematten gesprungen, haben gesagt, der Krieg ist zu Ende. Aber der Drill und die Übungsfahrten gingen weiter, bis Anfang Januar 1942 das Schiff die Ostsee verließ. Wir fuhren da unter vollen Gefechtsbedingungen und sind durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal wieder zurückgefahren nach Wilhelmshaven und haben auf Rede geankert. Dort wurden noch die restlichen Munition, Öl, alles ergänzt. Und Ende Januar sind wir dann abgedampft Richtung Norwegen. Die Tirpitz sollte dort die von Hitler befürchtete alliierte Landung verhindern. Norwegen war sehr wichtig für die deutsche Rüstungsindustrie. Durch das Land lief der kriegswichtige Eisenerztransport aus Schweden. Die eisfreien norwegischen Häfen waren auch eine hervorragende Basis für Angriffe auf alliierte Konvois in das sowjetische Murmansk oder nach Großbritannien.
Wir haben geglaubt, jetzt geht's in den Atlantik. Wir haben geglaubt, wir machen die gleiche Fahrt jetzt wie die Bismarck. Aber die Marineleitung hatte der Tirpitz eine andere Aufgabe gegeben. Zusammen mit Zerstörern und Kreuzern lag das Schlachtschiff in einem Fjord, um blitzschnell alliierte Konvois mit Kriegsmaterial für die Sowjetunion anzugreifen. Das zwang die Alliierten, eine ganze Flotte zum Schutz des Konvois in Bereitschaft zu halten. Aber das Warten auf den Einsatz brachte Probleme. Die Besatzung begann sich zu langweilen. Man hatte immer ein bisschen Angst, dass es passieren könnte wie im Ersten Weltkrieg, wo es zu Meutereien kam und so weiter. Ausgelöst nimmt man an durch Untätigkeit. Man befürchtet, dass da bei uns auch irgendwie was passieren könnte, kleine Revolten und so weiter. Und darum versuchte man, die Soldaten möglichst zu beschäftigen. Es gab genug, trotzdem, dass es eine ziemlich öde Angelegenheit war, um die Zeit zu vertreiben und auch sinnvoll auszuführen. Es wurden Gefechtsübungen gemacht innerhalb des Turmes, Überholung und auch bei sämtlichen Geräten, sodass die immer einsatzbereit blieben. Es wurde Sport getrieben. Wir haben gepaddelt, einer oder andere ist mal in den Bach gefallen, rausgeschwommen. Und andere, die sind von oben von der Gipfel mit der Skier runtergekommen. Also das war, das konnte man alles zusammen haben. Als nach Wochen immer noch kein Einsatz kam, machte sich Frustration breit. Der Besatzung ist es schon ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass sie auf einem Schiff waren, das außer seinen Übungs- und Manöverfahrten, die natürlich ständig durchgeführt wurden, ansonsten aber aus den Fjorden kaum rauskam. Und daher kam eine gewisse Unzufriedenheit, ist vielleicht nicht der passende Ausdruck. Man wollte mit dem Schiff ganz einfach mal raus. Das haben wir oft gesagt, ne? Wir liegen nur hier zwecklos, so ein großes Schiff, und richten nichts aus. Aber uns war ja auch klar, dass es eines Tages mal anders kommen kann. Im März 1942 kam der lang erhoffte Gefechtsalarm. Die Tirpitz sollte den alliierten Konvoi PQ-12 auf dem Weg von Island nach Murmansk angreifen. Wir waren eigentlich glücklich, dass es nur endlich mal losging, weil wir ja viel rumlagen und uns nur mit Flugzeugen rumschlugen. Und nun wäre es eventuell zu einem Seekrieg gekommen, zu einem Kampf auf See mit Artillerie. Also insofern waren viele, die meisten eigentlich, froh, dass es nur endlich mal losging. Trotz tagelanger Suche entdeckte die Tirpitz den Konvoi PQ-12 nicht. Auf dem Rückweg griffen britische Torpedoflugzeuge das Schlachtschiff an. Ich habe nur gesehen, wie ein Flugzeug abgeschossen wurde und die Besatzung ins Wasser gehen wurde. Und dann hinterher im Heck habe ich sie treiben sehen. Wir konnten natürlich nicht anhalten. Es war kein Siegesgeschrei von uns oder Freudengefall, sondern wir klappten wirklich. Und ich war die armen Kerle, jetzt müssen sie schwimmen und wir können sie nicht mal bergen, weil wir weiterfahren müssen. Vielleicht wären sie noch, denke ich, von englischen Flugzeugen oder englischen Schiff gerettet. PQ-12 war unbeschadet entkommen. Aber die Tirpitz konnte jederzeit wieder die Konvois im Atlantik angreifen. Das musste die Royal Navy unbedingt verhindern. Deshalb starteten die Briten am 26. März 1942 ein Kommandounternehmen. Im französischen Saint-Nazaire lag das einzige Trockendock außerhalb von Deutschland, das groß genug war, um die Tirpitz aufzunehmen. Der Hafen war auch ein idealer Stützpunkt für Angriffe auf alliierte Konvois. Mit der Zerstörung des Docks wollten die Briten der Tirpitz diese Basis nehmen. Die Deutschen hatten den Hafen sehr stark befestigt.
Die Briten überraschten die Deutschen mit einem Nachtangriff. Kleine Boote brachten die 270 Männer der Kommandotruppe an Land. Gleichzeitig lief der britische Zerstörer Campbelltown in die Hafeneinfahrt. Um die Deutschen zu täuschen, hatte die Royal Navy ihn umgebaut. Er sah aus wie ein Torpedoboot der deutschen Kriegsmarine. Während die Kommandos begannen, Hafeneinrichtungen zu zerstören, rammte die Campbelltown die Schleusentore des Docks, konnte sie aber nicht durchbrechen. Über 150 Mann des Kommandos starben bei dem Einsatz. Als der Tag anbrach, schienen die Deutschen gesiegt zu haben. Aber die Briten hatten noch einen Trumpf. Als deutsche Offiziere das Wrack der Campbelltown am Mittag inspizierten, explodierten 4 Tonnen Sprengstoff in ihrem Bug, zerstörten die Schleusentore und töteten alle Deutschen an Bord. Das Dock war nun unbrauchbar. Die Tirpitz verlor einen wichtigen Stützpunkt. Im Mai 1942 forderte Stalin mehr Kriegsmaterial von seinen Alliierten. Daraufhin stellten sie im Juni den größten Konvoi des Zweiten Weltkrieges zusammen. 35 große Frachtschiffe steuerten Murmansk an. Der Konvoi war schon im Nordatlantik, als die Alliierten einen deutschen Funkspruch auffingen, den sie entschlüsseln konnten. Danach sollte die Tirpitz mit einem Flottenverband den Konvoi angreifen. Die britische Admiralität beschloss, kein Risiko einzugehen und zog die Begleitzerstörer ab. Den jetzt wehrlosen Handelsschiffen wurde befohlen, den Konvoi aufzulösen und als Einzelfahrer Murmansk anzusteuern. Wir glaubten das nicht. Unser Kapitän sagte, das ist Selbstmord. Voller Furcht suchten die Männer auf den Frachtern und Tankern den Horizont nach der Tirpitz ab. Aber statt des Schlachtschiffes griffen deutsche U-Boote und Flugzeuge an. Bomben zerrissen die Schiffe in kleine Teile. Die Matrosen glaubten, niemand werde das Inferno überleben. Ich sah, wie Bomben ein Munitionsschiff trafen. Es gab eine schreckliche Explosion mit einer riesigen Rauchwolke. Als sie sich verzog, war vom Schiff nichts mehr übrig. Alle waren tot. Es war bitterkalt. Überall schwammen Eisberge. Wer ins Wasser fiel, starb binnen Minuten. Überlebende der versenkten Schiffe trieben hilflos in den Rettungsbooten, waren oft wochenlang auf See. Viele verhungerten. Viele Überlebende hatten Erfrierungen. Fast alle waren völlig erschöpft und äußerst verbittert darüber, dass die Navy sie schutzlos zurückließ. Die Tirpitz war längst auf dem Heimweg. Die erfolgreichen Angriffe der U-Boote und Flugzeuge erforderte ihren Einsatz nicht mehr. Das Unternehmen wurde abgebrochen, was wir zunächst gar nicht mitbekamen. Wir merkten natürlich, dass wir in eine andere Richtung fahren, bis denn schließlich verlautete, dass das Unternehmen abgesagt ist. Das haben wir erst lange später erfahren. Die Enttäuschung war natürlich groß, weil wir ja unverrichteter Dinge wieder zurückfuhren. Die Katastrophe von PQ-17 veranlasste die Alliierten, über Monate keinen Konvoi mehr in die Sowjetunion fahren zu lassen. Die Anwesenheit des mächtigen Schlachtschiffs hatte den Erfolg der Deutschen ermöglicht. Da die Tirpitz auch weiter die Nachschublinien der Alliierten bedrohte, wurde sie zum vorrangigen Angriffsziel der Briten. . 1942 suchte die Royal Navy per Anzeige risikofreudige Abenteurer für einen gefährlichen Einsatz. Die Freiwilligen kamen in ein abgelegenes Camp an der Westküste Schottlands.
Sie wurden an einer neuen Waffe ausgebildet, mit der auch die Tirpitz versenkt werden sollte. We had medicals and checks. Ärzte prüften unsere Tauglichkeit. Als wir hörten, ihr werdet menschliche Torpedos, da war es so still, man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Die Royal Navy erprobte 2-Mann-Torpedos, sogenannte Chariots. Es waren eigentlich nur schwimmende Röhren, die Sprengstoff geladen hatten. Wie effektiv eine solche Waffe sein konnte, hatten die Italiener 1941 gezeigt, als sie damit 2 britische Schlachtschiffe versenkten. Nachts und unter Wasser sollten sich die Chariots der Tirpitz nähern, ihre Sprengladungen am Rumpf des Schlachtschiffs anbringen und wieder verschwinden. Als wir einmal alle zusammen saßen, sagte ein ganz cleverer: Ihr wisst, das wird ein verdammt gefährlicher Job. Es war wirklich gefährlich. Denn in der Royal Navy wusste niemand, wie der menschliche Körper sich bei einem langen Aufenthalt unter Wasser verhält. Sie suchten junge, fitte Männer, ohne zu wissen, wie man auf die große Belastung reagiert. In einer Druckkammer wurden die Freiwilligen getestet. Nur wenige hielten den Anforderungen stand. Die meisten kehrten zu ihren Einheiten zurück. Wer den Test bestand, für den begann das Training. Solange die Chariots nicht einsatzbereit waren, improvisierten die Männer. Im Herbst 1942 waren die 2-Mann-Torpedos einsatzbereit. Sie wurden auf einen in Norwegen gestohlenen Fischkutter geladen. Am 26. Oktober verließ das Kommando die Shetland-Inseln mit Kurs auf den Liegeplatz der Tirpitz. Vor der norwegischen Küste verbarg die Besatzung die Chariots unter dem Schiff vor den Deutschen. Der Kutter kam bis auf 10 Seemeilen an den Ankerplatz der Tirpitz heran, als ein Sturm aufkam. Plötzlich hörten die Männer starke Schläge am Rumpf. Beide Chariots hatten sich losgerissen, waren verschwunden. Alle Bemühungen der Briten waren vergebens. Seit Monaten lag die Tirpitz untätig im Fjord. Das Nichtstun, die Langeweile, hatten Auswirkungen auf die Moral der Besatzung. Ein Matrose versuchte sogar, zu den Alliierten zu desertieren. Vor der schwedischen Grenze wurde er gestellt und wieder an Bord gebracht. Auf Fahnenflucht stand die Todesstrafe. Der Kommandant statuierte ein Exempel. Das Exekutionskommando bestand aus 12 Kameraden des Deserteurs. Der wurde nun an Bord bei uns erschossen. Und es war zu der Zeit war eine furchtbar schlechte Stimmung. Nicht nur bei uns. Auch bei den anderen Schiffen, die in der Bogenbucht lagen. Und die haben alle darauf gesehen, was passiert auf Tirpitz. Als Mittel der Abschreckung war selbstverständlich dieses, dass 50% der Besatzung auf dem Achterdeck antreten musste und dieser Exekution beiwohnte. Hieß es, ja, du weißt, wenn sowas ist, wenn du abhaust, landest du auch im Flaggenschock. Ich selbst hatte bei der Beschießung Wache oben auf dem Vormaß. Ich habe es von da aus beobachtet, aber im entscheidenden Moment habe ich mich dann doch weggedreht. Ich mochte ihn an sich gerne. Ich kannte ihn sehr gut, den Turowski.
Es hat mir sehr, sehr leid getan. Nach wie vor lag das Schiff untätig im Fjord. Im Januar 1943 wechselte der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine. Der Nachfolger von Großadmiral Raeder wurde Karl Dönitz, der bisherige Befehlshaber der U-Boote. Jetzt hofften die Männer der Tirpitz auf einen baldigen Einsatz. Aber erst im September 1943 kam der Befehl dazu. Da haben uns alle gesagt, ja, endlich hat die Liegerei hier ein Ende. Und haben uns gefreut, dass wir mit daran beteiligt waren, auszulaufen. Zusammen mit dem Schlachtkreuzer Scharnhorst und 9 Zerstörern steuerte die Tirpitz Spitzbergen an. Es hieß, der alliierte Stützpunkt dort muss vernichtet werden. Es war eine Wetterstation. Aber das Unternehmen diente auch der Stärkung der Moral der Besatzungen. Als die Zerstörer mit den Landungstruppen auf Gegenwehr stießen, schossen die großen Geschütze der Tirpitz erstmals auf einen Feind. Und dann hat die Tirpitz eine Salve 38 cm in die Geschützstellung abgefeuert und dann war freies Landen. Die Besatzungen waren alle kampfunfähig gemacht. Das letzte Rohr freischießen, da wurde dann die Laderampe, die Kohlenladerampe, die haben dort Kohlen gegraben. Da wurde die Laderampe noch beschossen von der 10, von der 38er, bis die Rohre leer waren und dann sind wir ab. Wenige Tage später ankerte die Tirpitz wieder im K-Fjord. Der glich einer Festung. Torpedonetze schützten vor U-Boot-Angriffen, Flakstellungen und Nebelanlagen auf den Bergflanken vor Luftangriffen. Jäger auf einem nahegelegenen Flugplatz sollten feindliche Flugzeuge abschießen. Aber trotzdem gelang es den Briten mit sogenannten X-Crafts, die Tirpitz anzugreifen. Es war ein Kleinst-U-Boot. Im Gegensatz zu großen U-Booten hatte es keine Torpedos, sondern trug 4 Tonnen Sprengstoff. Es war sehr eng, 1,8 Meter im Durchmesser und etwas mehr als 15 Meter lang. Die Aufgabe war, unbemerkt an ein Schiff zu gelangen und es zu zerstören. An den Seiten hatten wir je 2 Tonnen Amatol, den damals stärksten Sprengstoff. Vom Bootsinneren aus konnten wir die Zeitzünder einstellen, von 30 Minuten bis zu 6 Stunden. Die X-Crafts konnten bis zu 90 Meter tief tauchen und unter Wasser maximal 300 Meilen zurücklegen. Aber ein Angriff auf die gut geschützte Tirpitz war schwierig. Das war unser Ziel, die Tirpitz. Sie ankerte in einem Fjord in Nordnorwegen. Man kann deutlich die Netze sehen, die sie vor Torpedoangriffen schützten. Von oben wird deutlich, dass 2 Netze das Schiff umgaben. Zusätzlich hatten die Deutschen noch Unterwasserhorchgeräte und auf den Bergen Nebelmaschinen installiert. Mit ihrem künstlichen Nebel verdeckten sie das Schiff bei Luftangriffen. Das ist eine Aufnahme vom K-Fjord mit der Tirpitz in der Ecke. Den Eingang sperrten Anti-U-Boot-Netze. Unter diesen Sperren mussten wir mit unseren 3 kleinen U-Booten hindurch, um die Tirpitz anzugreifen. Die
Norwegische Widerstandskämpfer informierten die Briten, dass am 22. September für Wartungsarbeiten die Unterwasserhorchgeräte der Tirpitz abgeschaltet werden würden. Damit stand der Angriffstermin fest. Große britische U-Boote zogen von Schottland aus, die drei X-Crafts, vor den Fjord. Das dauerte 10 Tage. Am späten Abend wurde Alarm gegeben und die Besatzung musste die Gefechtsstation besetzen. Ich unter anderem an den Scheinwerfer und hatten dann die Aufgabe, den Fort auszuleuchten. Und weshalb, wieso? Es hieß, wir fahren in den nächsten Tagen, laufen wir aus. It was the main German naval anchorage. Im Fjord lagen die Tirpitz, Scharnhorst, Scheer und Lützow. Da mussten wir mit unserem kleinen U-Boot hin. Als wir nahe an der Tirpitz waren, tauchten wir. Bei 15 Meter stießen wir gegen das Netz. Auch bei 25 und sogar noch bei 35 Meter. Das war typisch deutsch. Perfekt. Das Netz ging bis auf den Grund. Wir mussten bis auf Periskoptiefe auftauchen und hatten Glück. Sahen, wie sie für ein Boot die Netzsperre etwas öffneten. Wir folgten ihm. Nur kurze Zeit später waren die Briten unter der mehr als 50.000 Tonnen großen Tirpitz. Wir legten die Sprengladungen ab und stellten die Zünder auf 8 Uhr. Die Deutschen mussten was gemerkt haben, denn sie schmissen Handgranaten ins Wasser und schossen wie verrückt auf Möwen. Und ich gucke aus diesem Bullauge, gucke ich raus und in dem Moment quirlt neben dem Schiff das Wasser, so in einem Abstand von 3 bis 4 Metern, und es bricht ein Schiffsrumpf durch das Wasser. Eine für mich im Moment völlig unverständliche Sache, denn wir lagen in unserem Netzkasten. Und in unserem Netzkasten hatten wir nun mal ein hundertprozentiges Gefühl der Sicherheit. Lorimers Mannschaft bereitete sich auf den Ausstieg vor. Wenn man weiß, dass man in Gefangenschaft gerät, gibt es den Befehl, alle Geheimunterlagen ins Meer zu werfen. Das ging bei uns nicht. So verbrannten wir die Papiere. Und was nicht verbrannte, aßen wir auf. Ich selbst habe nur gesehen, wie das Boot aufgetaucht, 4 Mann raussprangen, Hände erhoben. An Bord der Tirpitz erhielten Lorimer und seine Männer Decken und Kaffee. Zu ihnen wurde noch ein Überlebender vom zweiten U-Boot gebracht. Das hatten die Deutschen versenken können. Vom dritten fehlte jede Spur. Unter dem Schiff lagen nun Tonnen von Sprengstoff. Es waren die größten Unterwassersprengladungen des Zweiten Weltkrieges. Während die Zeitzünder tickten, taten die Briten etwas Außergewöhnliches. Wir sagten ihnen, hier fliegt in einer Stunde alles in die Luft. Der Auftrag war, das Schiff zu vernichten und nicht die Seeleute. Der Kommandant der Tirpitz befahl, das Schiff zu verholen. Aber die Kessel hatten nicht genug Dampf. So konnte er nur durch das Einholen der Ankerkette das Schiff von seinem Liegeplatz abdrehen. Die Briten warteten auf die Explosion und auf ihren sicheren Tod. Wenn man denkt, dass man stirbt, dann schiebt man das erst einmal beiseite. Man will das sich ebenso wenig vorstellen, wie in Gefangenschaft zu geraten. Musik.
Dann funktionierten die Zeitzünder. Ich war zu der Zeit in unserer Werkstatt und plötzlich eine Explosion. Bin ungefähr einen Meter hoch. Alles, was da drin war, flog durch die Gegend. Mir ist Gott sei Dank nichts passiert, aber denk, was ist jetzt los? Denn es sind ja Leute in die Luft geflogen durch diese Detonation. Und bei dem Aufschlag wieder an Oberdeck, bei ihrer unsanften Landung, haben sie die Knochen gebrochen. Die unteren Decks traf es am schwersten. Es gab einen Toten und 40 Verwundete. Von den Briten wurde niemand verletzt. Dem Kapitän gelang es, das Schiff nach Steuerbord zu verholen. Deshalb traf die Wucht der Explosion die Backbordseite. Sonst säße ich jetzt nicht hier. Die Beschädigungen dadurch waren enorm. Die Türme waren angelüftet worden, die Ruderblätter waren beschädigt, eine Schraube war beschädigt. Wir waren von dem Moment nicht mehr fahrbereit. Ich glaube, bis nach dem Krieg wusste kein Brite, wie groß die Schäden waren. Auch ich nicht, denn ich war ja nur ein kleines Rad in einem großen Getriebe. Das war ein ganz großes Unternehmen von den Burschen. Also, unsere Hochachtung galt denen. Wir haben sie bewundert. Es war nach unserer damaligen Auffassung, waren es absolute Helden. Zwar hatten die Briten das Schiff nicht wie erhofft versenkt, aber so stark beschädigt, dass 1000 Werftarbeiter aus Kiel kommen mussten, um es zu reparieren. Erst im Frühjahr 1944 war die Tirpitz wieder einsatzbereit. Unterdessen schickten die Alliierten wieder Waffen und Munition in die Sowjetunion. Um die Konvois anzugreifen, konnte die Marineleitung nur die Scharnhorst einsetzen. Ihrer Besatzung fehlten 30 Leute. Die kamen von der Tirpitz. Weihnachten 1943 lief der Schlachtkreuzer aus. Am 26. Dezember 1943 versenkten die Briten die Scharnhorst. Von den mehr als 1800 Mann Besatzung überlebten nur 36. Was natürlich einen Schock gab, denn jetzt waren wir eigentlich das einzige schwimmende Schlachtschiff, was aber im Moment auch nicht voll einsatzfähig war. Dass wir nun als letzte Einheit das erlesenste Ziel des Gegners waren, darüber waren wir uns schon im Klaren. Zu dem von der Besatzung erwarteten Seegefecht sollte es nicht mehr kommen. Die Briten setzten auf die Royal Air Force. Unser Hauptgegner war natürlich die feindliche Luftwaffe. Und wir hatten sehr viele, viele Einsätze, die in den ersten Jahren immer erfolgreich abgeschlagen wurden. Die schwere Artillerie war eigentlich überflüssig, könnte man beinahe sagen. Die Kriegslage hatte sich nicht nur auf See dramatisch verändert. 1943 eroberte die Rote Armee Stalingrad, Briten und Amerikaner Nordafrika und Teile Italiens. Als 1944 die Landung in der Normandie bevorstand, forderte Churchill die Vernichtung der Tirpitz. Zusammen mit anderen deutschen Schiffen sollte sie keine Chance haben, die alliierte Invasionsflotte anzugreifen. Fünf Flugzeugträger wurden vor die norwegische Küste geschickt. Am Morgen des 3. April starteten die Maschinen. Begleitjäger schützten die Barracudas mit den neuesten Sprengbomben. Wildcats sollten die Flak der Tirpitz ausschalten. Und
wie sie quer ab waren, waren sie vielleicht noch 1000 Meter entfernt und eröffneten im selben Moment mit ihren Bordwaffen das Maschinengewehrfeuer, Kanonenfeuer. Und ich sehe noch die Leuchtmunition auf uns zukommen, die dann auf Deck aufschlug und dann feuersprühend zur Seite ging. Das war natürlich ein infernalischer Lärm, das können Sie sich ja vorstellen, so dass man eigentlich nicht die Bombeneinschläge, und es sind ja wohl recht viele gewesen, wahrnehmen könnte, bis dann mit einem Mal ein heißer Luftzug von unten an meinem Gesicht vorbeizog und wir dann, wie der Qualm sich verzogen hatte, feststellen mussten, dass hinter uns ein Riesenloch im Deck war. Das war die Bombe, die in die Fähnrichsmesse gegangen war und das Deck aufgerissen hat. Dort sind eine ganze Anzahl Kameraden überrascht worden von diesem Treffer und deren Leichen lagen nun sehr stark verkrümmt in diesem Gang und waren offenbar durch die Explosion völlig entkleidet. Und das hat eigentlich doch einen Schock bei mir ausgelöst. Die vielen Ausfälle, die vielen Toten, die schwer Verwundeten, es war entsetzlich. Es war entsetzlich. Jeder weiß, wie das ist, wenn man Kameraden verliert. 135 Deutsche starben. Die Reparatur des von 15 Bomben getroffenen Schiffes dauerte bis zum Herbst 1944. In dieser Zeit griffen Maschinen von Flugzeugträgern aus mehrmals die Tirpitz an, ohne gravierende Schäden zu verursachen. Die Briten begriffen, mit herkömmlichen Bomben war das Schiff nicht zu vernichten. Es bedurfte einer weitaus mächtigeren Waffe. Ein Mann schien die Lösung zu haben. Seit 1943 arbeitete der britische Konstrukteur Barnes Wallace an einer Bombe namens Tallboy. Well, it was the perfect bomb. Es war die perfekte Bombe und so flog sie auch. Oft sieht man, wie Bomben nach dem Abwurf aus dem Flugzeug ins Trudeln geraten und irgendwo aufschlagen. Aber der Tallboy, ich habe es nicht selbst gesehen, weil ich die Instrumente überwachte. Aber der Bordingenieur sagte, Bob, die ist einzigartig. Es ist wundervoll anzusehen, wie sie fast senkrecht hinunterfliegt und in dem Moment das Ziel trifft, wo der Bomber es überfliegt. Der Sprengstoff allein wog schon 5600 Kilogramm. An ihrem Ende hatte sie vier Flügel. Die gaben ihr die für die Treffsicherheit gerade Flugbahn. Die Bombe hatte eine extrem hohe Durchschlagskraft, durchdrang 5 Meter dicke Betondecken von U-Boot-Bunkern. Eine wundervolle Bombe. Um die maximale Wirkung zu erreichen, musste der Tallboy aus mehreren tausend Metern Höhe abgeworfen werden. Um dabei das Ziel zu treffen, gab es besondere Zielgeräte. Die hatten die 9. und die 617. Staffel des Bomber Commands. It was a special squadron in the Air Force. Die 617. war eine besondere Staffel. Sie verfügte über erfahrene Piloten. Die hatten die Möhne und die Edertalsperre geknackt. Bis kurz vor dem Start kannten wir das Ziel nicht, wussten aber, dass es um etwas Besonderes ging. An Bord der Tirpitz fühlte sich die Besatzung vor schweren Bomben sicher. Wir haben uns aber auch dann drüber unterhalten, was machen wir, wenn die
viermotorigen Bomber uns einmal angreifen werden. Und wir haben aber den Gedanken beiseite geschoben in den Gesprächen, weil wir sagten, die können uns hier oben überhaupt nicht erreichen. Da waren wir relativ sicher. Am 10. September 1944 starteten 36 Lancaster-Bomber der 9. und der 617. Staffel von einem Flugplatz in Schottland. Aber die Tirpitz lag außerhalb ihrer Reichweite. Sie mussten einen Zwischenstopp auf einem russischen Flugplatz in der Nähe von Archangelsk machen. Dort wurden sie aufgetankt, munitioniert und starteten ihren Überraschungsangriff auf die Tirpitz. Jedes Flugzeug trug einen Tallboy. Für jeden gab es nur eine Chance, das Schiff zu vernichten. Aber dazu musste die Bombe aus großer Höhe treffen. Am 5. September hoben die Lancaster-Bomber in den nächtlichen Himmel ab. Die Deutschen bemerkten den Angriff frühzeitig und setzten ihre Nebelmaschinen in Gang. Smoke began to billow out. Der künstliche Nebel bildete einen wundervollen Nebelschleier über dem Fjord. Das Schiff zu treffen war schwierig. Als wir den Tallboy bekamen, sagte Churchill, diese wundervolle Bombe von Barnes Wallace ist sehr teuer. Jungs, werft sie nur ab, wenn ihr das Ziel seht. Sonst bringt sie lieber zurück. Wieder schien ein Angriff gescheitert zu sein. Aber ein in den Nebelschleier abgeworfener Tallboy traf die Tirpitz dann doch. Wir waren dann nachher überrascht, dass also plötzlich da in der Bordwand so ein Riesenloch gewesen ist. Wenn man übers Oberdeck ging, war plötzlich ein Absatz im Oberdeck. Plötzlich ging das, ich weiß es nicht mehr genau, 1 Meter, 1,20 Meter, 1,50 Meter tiefer. Und jetzt kamen natürlich schon die Gespräche dass wir sagten, also Kinder, jetzt haben sie uns aber zu fassen. Eigentlich waren wir noch gar nicht klar, dass das diese schweren Bomben waren. Wir hatten langsam den Eindruck, es ist ein Himmelfahrtskommando. Wir waren über die ganze Entwicklung selbstverständlich nicht glücklich, aber wir konnten sie nicht aufhalten. Und wir hatten nun den Auftrag, dort zu bleiben und auszuharren, eben weil wir Fleet in Being, weil wir ständig die englischen schweren Einheiten banden. Das war so der Zeitpunkt, wo die Stimmung den Tiefpunkt erreichte. Und wir sprachen auch offen darüber, dass wir wohl hier oben eines Tages unser Ende finden werden mit dem Schiff. Die nicht mehr seefähige Tirpitz fuhr vom Karfjord aus in das gut 160 Kilometer weiter südwestlich gelegene Tromsø. Als schwimmende Batterie sollte sie die von Hitler befürchtete Invasion Norwegens durch die Alliierten abwehren. Aber in Tromsø konnten Lancaster-Bomber die Tirpitz von britischen Flugplätzen erreichen. Ein zweiter Angriff am 29. Oktober 1944 machte das Schiff bewegungsunfähig. Inzwischen hatten Amerikaner und Briten im Westen die Grenze des Deutschen Reiches überschritten. Am 21. Oktober 1944 besetzten amerikanische Truppen Aachen. Die erste deutsche Großstadt war erobert. Hitlers Drohung eines Stalingrads für die Alliierten war nicht eingetreten. Vielmehr war der Krieg für die Deutschen eigentlich schon verloren. Die alliierten Truppen drangen immer weiter in das Deutsche Reich vor. Obwohl die Tirpitz keine kriegsentscheidende Rolle mehr spielen konnte, wollte Churchill das Schiff unbedingt vernichten. Kurz vor dem Beginn der arktischen Nacht griffen am 12. November noch einmal 29 Bomber die Tirpitz an. As we flew towards Norway,
Auf dem Flug nach Norwegen war die Nacht sternenklar. Als der Tag anbrach, war der Himmel wolkenlos. Wir hatten eine Sicht über Hunderte von Meilen. Ideale Bedingungen, und wir dachten, vielleicht erledigen wir sie jetzt. In Tromsø gab es keine Nebelmaschinen zum Schutz der Tirpitz. Aber auf einem nahegelegenen Flugplatz standen Jäger bereit, um die Bomber anzugreifen. Die ganze Zeit fragten wir uns, wann kommen die Jäger, die Me-109? Es waren alle Ferngläser bald auch in die Richtung der zu erwartenden Jäger gerichtet. Aber wir sahen nichts. Es schlich so ein bisschen ein Unwohlsein auf. Denn wenn die nicht kämen, malte sich jeder aus. Es ist eine böse Sache, das wusste jeder. Die Jäger erschienen tatsächlich nicht. Die Luftwaffe versagte, die Maschinen starteten nicht. Die Tirpitz musste sich gegen die Bomber allein verteidigen. Plötzlich sah ich eine orangefarbene Wolke. Die großen Geschütze feuerten auf uns. Die Bomber kamen hinten aus dem Fjord und zogen auf das Schiff zu, als die schwere Artillerie erste Salve abfeuerte, explodierten die Granaten unterhalb. Schnell waren wir außer Reichweite der Geschütze. Dann sahen wir die Tirpitz unten liegen. Kein künstlicher Nebel oder naheliegende Berge schützen sie. Alles verlief wie bei einer Übung. Als wir direkt auf sie zuflogen, sagte Frank, halte den Kurs. Dann kam das rote Licht und der Tallboy wurde abgeworfen. Als dann eine der ersten Maschinen rechts rausholte, konnte ich deutlich erkennen, wie die Tallboy sich unter dem Flugzeug löste und ein Stückchen mit der Maschine flog, um dann so als großer Punkt auf uns zuzugehen. Der wurde dann immer kleiner und dann habe ich auf der See gesehen, dass der Einschlag dort war und das Wasser schockte. Und die Wasserwand nach oben in die Luft, eine breite Wasserwand, und dann in sich zusammenfiel. Man war im Nu klatschnass. Und es war, das muss ich sagen, es war ein infernalischer Lärm, sodass man eigentlich den Knall von den 38er, die Explosion von den Bomben und die von unserem Geschütz, das konnte man nicht mehr unterscheiden. Die Geräusche, die gingen ineinander über. Es kam der Befehl, den haben wir noch mitbekommen, alle Mann von Bord. Ob der in alle Abteilungen reingedrungen ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch schon durch die erhaltenen Beschädigungen und dieser Befehl nicht mehr überall angekommen. Das weiß ich nicht. Wir sprachen uns ab, jetzt gehen wir in den Bach. Und da sagte er, ich springe, und ich sagte ihm, du, ich zieh noch die Seestiefel aus. Ich habe also meinen Colani ausgezogen, habe die Seestiefel ausgezogen. Er sprang sofort ins Wasser. Normale Bomben überschlugen sich und taumelten nach dem Abwurf. Nicht aber der Tallboy. Der flog wie ein Pfeil ins Ziel. Fired an arrow, absolutely dead straight. Mit Überschallgeschwindigkeit schlug die Bombe ein. Nichts konnte sie stoppen. Egal wie stark gepanzert die Tirpitz war, sie war dazu verdammt, zerstört zu werden.
zwei Tallboys durchschlugen das Panzerdeck. Er flog der Turm Bruno. Das ist der überhöhte Turm. Der flog in die Luft. Es gab eine gewaltige Detonation, eine Stichflamme. Und der ganze Turm flog durch die Luft auf die Backbordseite. Und unglücklicherweise auf die Turmbesatzung, die schon ausgestiegen war und Richtung Land schwammen. Und die waren natürlich rettungslos verloren. Die kamen unter diesen Turm. Man hat nichts mehr von denen wiedergesehen. Große Gefühle hatten wir keine dabei. Die Entfernung war einfach zu groß. Es war nur ein Ziel, das wie ein Spielzeug plötzlich verschwand. Das Schiff kenterte. Mehr als die Hälfte der Mannschaft kam um. Und als ich dann nun mal um mich gesehen habe, da habe ich das ganze Grauen wahrgenommen, dass also überall die Köpfe von Kameraden aus dem Wasser ragten. Man geht ja nicht sofort unter. Die Luft in der Kleidung sammelte sich in den Schulterbereichen und hielt einen oben. Schwimmwesten hatten wir ja nicht um, wir lagen ja vor Anker. Wozu brauchten wir die? Und dann merkte man immer dann, wenn ein Kamerad vorbeitrieb, wenn er das Gesicht im Wasser hatte, war er tot. Endlich war es Churchill gelungen, die Tirpitz zu vernichten. The Beast, wie er sie nannte. Hitler verlor sein letztes Schlachtschiff. Für die Soldaten der Royal Air Force und Royal Navy war es das Ende eines jahrelangen Kampfes. Die Überlebenden der Tirpitz trauerten um fast 1000 tote Kameraden. Das Drama um die Tirpitz war zu Ende. Das Schlachtschiff wurde versenkt, ohne je ein Gefecht gegen einen Feind geführt zu haben.